wir eben offensichtlich hier zusätzliches Einkommen haben über diese Subventionen, die jetzt durch den Brexit offensichtlich gekürzt werden sollen, sodass also auch noch zusätzliches Unheil droht. Wenn ich von Existenzangst in der Landwirtschaft höre, dann kann ich das gut nachvollziehen. Und für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein unhaltbarer Zustand. Auf der anderen Seite möchte ich allerdings auch nicht alles, was die sogenannten NGOs vortragen, völlig in Bausch und Bogen verdammen. Denn es ist Tatsache, dass unsere Gewässer überdüngt sind. Das ist kein Märchen. Sondern wir haben richtig Probleme damit, dass wir unser Grundwasser irgendwann nicht mehr finden können, dass unsere Gewässer und unsere Küstenmeere überdüngt sind. Das bedeutet ganz einfach, dass wir Algen blühen, dass wir nur noch Quallen in diesen Meeren vorfinden. Christian Mayer hat es angesprochen, wir haben Probleme mit den Insekten, die zurückgehen, vor allem den bestäubten Insekten. Wir haben ein Vogelsterben. Wir finden mittlerweile Ackergifte in der Nahrung. Ackergifte wie Glyphosat, von denen wir nicht mal wissen, wie sie wirken, ihre Wirkung ist umstritten. Wir haben das Problem, dass in der Tiermast mutmaßlich Reserveantibiotika eingesetzt werden, was ein sehr gefährlicher Zustand ist, weil das unser letztes Hilfsmittel ist, gegen Keime für uns als Menschen bedroht. Und was mich auch erschüttert hat, als ich mich näher mit beschäftigte, unsere Art Landwirtschaft zu betreiben und auch Auswirkungen auf andere Welt. Zum Beispiel importieren wir Futtermittel aus Brasilien, namentlich Soja. Für dieses Soja wird Regenwald abgeholzt. Der Regenwald, der unsere Atemluft letztendlich auch ausmacht. Auf der anderen Seite produzieren wir sehr billig und wir haben in bestimmten Bereichen Überproduktion. Die können wir auf dem Weltmarkt losstarten. Unter anderem auch in Afrika, wo wir den dortigen Produzenten das Leben schwer macht, dort zu einem, ich würde jetzt mal übersetzt sagen, Möbelsterben führen, zu einer Abwanderung in die Städte und von dort zur Migration Richtung Europa. Also, auch das ist ein Zustand, meine Damen und Herren, den ich sehr gut nachfühlen und nachvollziehen kann und den ich ebenfalls so unhaltbar finde. Diese Zwickmühle, die stellt das Problem dar. Wir können uns weder erlauben, dass die Landwirte sterben, noch dass die Natur sterben. Wir ziehen uns buchstäblich den Boden unter den Füßen weg, wenn wir so weiter. So, unser Werkzeug hat ja ein Problem, das zu lösen, es hoffentlich in der Lage ist. Nach welchem Prinzip arbeitet das Werkzeug Samstag dahin? Das Prinzip ist einfach. Wir erhöhen das Einkommen der Landwirte und schaffen dafür Spielräume für mehr Umweltschutz und mehr Tierschutz. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Wer bedient dieses Werkzeug? Wer sollte es bedienen? Insofern ist dieser Abend heute wirklich sehr gelungen. Denn wir haben heute Kettelmann gehört. Er ist auf jeden Fall einer von denen, die da mit dabei sein müssen. Denn aus meiner Sicht sind diejenigen, die das bedienen müssen, in Anführungsstrichen, wir alle. Und zwar in unterschiedliche Lieder. Zuerst einmal ist es wichtig, dass die Verbände zusammenkommen. Dass die Verbände sich einigen darauf, in bestimmten Bereichen Kompromisse zu schließen und zusammen vorwärts zu gehen. Das ist eine für mich zwingende Voraussetzung für das Gelingen dieser Agrarpolitik. Im Prinzip bestimmen die Verbände den Umfang und die Geschwindigkeit. Denn nur solange Konsens besteht, kann das auch funktionieren. Der zweite Teil dieses Wirs